Seit Montag lud der FSV Zwickau Kinder aus der Region zur 7. Auflage seines Fußball-Feriencamps ein. Im Sportzentrum Mosel wurden die kleinen Kicker vom frühen Morgen bis in den späten Nachmittag hinein betreut. Wie in jedem Jahr waren die begehrten Plätze für das Feriencamp sehr schnell vergriffen. 43 Jungen und ein Mädchen im Alter von 6 bis 12 Jahren besuchten das diesjährige Herbstferiencamp des FSV Zwickau. Geübt und gespielt wurde unter Anleitung geschulter Trainer sowohl in der Halle als auch auf dem Kunstrasenplatz des Sportzentrums Mosel. Dabei legten die Fußballlehrer großen Wert auf bestimmte Inhalte, die den Kindern in diesem Alter vermittelt werden sollten. Wir versuchen vor allen Dingen, den Kindern viel Technik beizubringen, ja, mit dem Ball zu arbeiten, aber auch den Spaß nicht zu vergessen, viele Spielformen und arbeiten hauptsächlich im koordinativen Bereich, weil das in dem Alter ganz wichtig ist, dass die Kinder das lernen. Neben einem Trainingsanzug, einem T-Shirt und einem Fußball gab es für die Camp-Teilnehmer auch ein tägliches Mittagessen. Bei 2 Einheiten pro Tag sowie diversen Gemeinschaftsspielen davor und danach durfte natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Im Zusammenhang mit einer sinnvollen Gestaltung der Herbstferien war das Fußballcamp des FSV Zwickau für die Kleinen natürlich eine willkommene Gelegenheit. Es ist schon Donnerstag, wenn wir kein Training haben, langweilig und da weiß ich nicht, was ich machen soll. Und Fußball muss einfach in den Ferien sein. Ja, und deswegen FSV spiele ich ja und da bringt es ja auch nichts, irgendwo anders hinzugehen. Bereits seit 2010 bietet der Verein jeweils ein Oster- und ein Herbstferiencamp an. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde in diesem Jahr erstmals auch ein Sommercamp veranstaltet. Und wer weiß, vielleicht taucht der ein oder andere Kicker des Fußballferiencamps irgendwann im Regionalligateam des FSV Zwickau wieder auf.